Herzlich willkommen zu einer weiteren Lehrstunde über unser Kurpelzerspruch. Du kannst zum Kurpelzer alles sagen, bloß ernst nicht. Man schreibt so, wie man spricht. Denn unser Spruch unterscheidet sich vom Hochdeutschen durch eine besondere Lautverschiebung. Das O wird bei uns immer zu U. Die Sonne ist bei uns die Sun. Und der Onkel mit der Trommel ist bei uns der Onkel mit der Trommel. Und weil natürlich der Kurpfälzer mit einem hohen Grad an Gerechtigkeitssinn ausgestattet ist, geht es ganz auch umgekehrt. U wird bei uns auch regelmäßig zu O, aber nur wenn auf das U ein R folgt. Deswegen ist der Durst bei uns der Dost, die Wurst ist bei uns die Wascht, der Furz ist bei uns der Fotz. Und wenn bei uns der Wurm drin ist, dann ist bei uns der Wurm drin. Für das Ü kennt das Kurpfälzische drei Regeln. Das kurze Ü wird zu einem kurzen I. Beispiel, da muss ich mich ja bücken, heißt dann bei uns, da muss ich mich ja bicke. Oder der Lehrsatz, drüben in der Hütte sitzt eine Mücke in der Schüssel mit Strümpfen an, dann klingt es bei uns so, da drüben in der Hütte hockt eine Mücke in der Schüssel mit Strümp an. Regel Nummer zwei, das lange Ü wird zu einem langen I. Beispiel, ich habe mir Mühe gegeben, ich hätte mir Mühe gegeben. Mir tun meine Füße weh, mir tun mein Fies weh. Und der Lehrsatz lautet folgendermaßen, den Kühen ist schlecht von den Rüben, die sind schon ganz grün. Klingt bei uns so, denn eine Kie ist schlecht von der Riebe, die sind schon ganz gri. Regel Nummer drei, folgt aber auf das Ü ein R, dann wird das Ü nicht zu I. Beispiel, ich habe mir meine Schürze verschmiert, heißt bei uns, ich hätte mir mein Schatz verschmiert. Ü vor R wird zum dreckischen Ä. Deswegen ist der Gürtel bei uns der Gettel und die Würmer sind bei uns die Wähm. Und jetzt kommen wir zum A. Ein A auszusprechen ist für den Kurpfälzer mit einer enormen Anstrengung verbunden, denn A ist der offenste Laut und entsteht erst mit weit geöffnetem Mund, erfordert also eine Überdehnung der Kiefermuskulatur. Wie früher beim Doktor, sagen Sie mal A. Ich sage Sie mal O. Merken Sie was? Wie locker du die Kiefergelenke bleiben, wie einfach Arm das aus dem Hals rutscht. Odem statt Atem. Deswegen wird bei uns das A zu O. Die Frage ist bei uns die Frog, die Nase ist bei uns die Nos. Und der hochdeutsche Satz, mein Schwager fängt mit der Nadel die Schnake im Haar, klingt dann bei uns so. Mein Schwager fängt mit der Nadel die Schnok in der Hohe. Und dann das N. Das N ist bei uns ein Füllselkonsonant, wenn wir Fremdwörter besonders vornehm aussprechen wollen. Identifizieren heißt dann bei uns identifizieren. Die Identität ist die Identität. Und das Füllsel N wird auch genommen, wenn man besonders vornehm Hochdeutsch reden will. Es reiert draußen heißt dann bei uns, es regnet draußen, es regnet draußen. Und durch das Füllsel N wird bei uns auch die Gelatine ganz vornehm zur Gelantine. Jetzt haben wir aber nicht nur eine besondere Lautlehre, nein, wir haben auch eine besondere Semantik, besondere Bedeutungslehre. Mir Kurpelzer gebe zum Beispiel einem Gegenstand einen Namen, den er in der Hochsprache nicht hat. Und folgendes Wort ist das Wort, über das die meiste Reugeplagte drüber stolpern, wenn sie bei uns aussässig werden. Und es ist das Wort Teppich. Denn der Teppich ist nicht der Wohnzimmerteppich unterm Wohnzimmertisch. Nein, der Teppich ist bei uns die Kolder. Die Wolldeck, die war im Winterdeck. Deswegen, liebe Reugeplagte, wundern Sie sich nicht, wenn die Nachbarin eines Tages sagt, ach Gott, ist so kalt geworden, ab heute schlafen mein Mann und ich unter den Teppich. Schlafen Sie auch unter den Teppich. Oder wenn es im Sommer heißt, oh, wir gehen ins Schwimmbad, gehen Sie mit, aber nehmen Sie den Teppich mit. Überleihen Sie gut, was Sie da mitnehmen. Ne? Und auch in der Bedeutungslehre zum Beispiel, wenn in Kurpelzer zu mir in die Apotheke kommt, dann sagst du immer, sie werden sich mal entschuldigen, ich hätte gern etwas für den Husten. Etwas für den Husten. Eigentlich will er ja etwas gegen den Husten. Sagst aber regelmäßig, er hätte gern etwas für den Husten. Das ist so pharmazeutisch-medizinisch das genaue Gegenteil. Gut, mein Leid und ich können damit jetzt umgehen. Aber stelle sich schon mal vor, der ist morgen in Hamburg und geht dort in eine Apotheke und will etwas für den Durchfall. Ah, der kriegt dort ein Abführmittel. Ne? Also Sie sehen, die Beherrschung unserer Sprache ist für Reugeplagte und Einheimische unheimlich wichtig. Und deswegen immer ein neues Programm, Klavises, ab September in der Ulner Kapelle, mache ich euch Unterricht, einen richtigen Kurs in unserer Sprache,
in allen Kompetenzstunden. Klar ist es.